Guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats. Ich habe hier ein bisschen die Gold Treasures gefarmt bis Kenia. Mal davor ein bisschen was. Und wir haben aktuell tatsächlich sogar ein Treasure Festival. Nice. Das noch 12, dreiviertel Stunden geht. Das heißt, wir werden ein paar Missionen machen. Damit wir danach, damit ich danach ganz entspannt die Goldschätze farmen kann. Weil das sollte echt easy sein. So, so 30.000 schöne Kartbahn. Wo sind wir? Monaco. Werden diese Rennen in Monaco aufgeführt, ja? Diese Formel 1 Rennen? Ich glaube, das ist Formel 1. So, ich weiß nicht, muss ich einen Titan schicken? 30.000 nehmen ist schon echt viel. Es dauert echt lange mit normalen Einheiten das zu machen. Dann schickt man einen Titan vor. Dauert zwar ein bisschen länger jetzt. Ausgemein. Das wird sicherlich da irgendwo ein Riesiger kommen. Wir können natürlich auch sie schicken. Mal gucken. Wo ist er? Da. Schick mal auch die Müll alle vor. Oh nein, mein Ninja. Feuer! Du bist ein bisschen zurückgestoßen, das war jetzt praktisch. Oh, eine kleine Schicht leider? Oh, das ist eine kleine Schicht leider. Das ist voll laut, oder? Wir sind jetzt bei 3%. 3% Lautstärke vom ursprünglichen. Normal Cruiser Receive. Das ist okay. Hauptsache überhaupt irgendwas, ja? Das ist wichtig. Spain, let's go. Weil wir dadurch trotzdem schon mal das Treasure aktivieren können. Ja? Alter, wie schnell sind die denn bitte? Jetzt sind wir in Spanien mit den Stierkämpfen, ne? Taro, Taro! Taro, Taro! Der macht einfach mal so viel Damage, ey, das ist Wahnsinn. Irre. Da kommt ein Roter. Den müssen wir natürlich killen. Aber das macht unser Titan schon. Das kriegt er hin. Während er auch gleichzeitig das Gebäude angreift. Ist mal sehr praktisch. Ah, AOE-Attacks sind einfach super wichtig. Alter, wie viele Krokos da kommen. Das ist ja Wahnsinn. Tasha? Diesmal mal nicht schade. Also ich werde auf jeden Fall jetzt, wenn wir ein paar Missionen gemacht haben, werde ich in diesen 12,5 Stunden überall versuchen, das Goldding zu kriegen. Ist immer davon abhängig, wie viel Energie ich natürlich habe. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist mal Titan, ja, oder? Ich glaube, ja. Wenn ich immer so langsam wäre. Ich weiß nicht, ob es noch Einheiten gibt, sowas wie in Line Rangers. Ich glaube, da konnte man den Speed erhöhen von den Einheiten, dass sie einfach schneller laufen. Und die Halloween Sally damals hat das, glaube ich, gemacht. Ach, Lion Ranger, das war schon eine tolle Zeit. Halloween, Sally, Lion Ranger. Kannst du die Skills angucken? Was glaube ich, ob das Spiel überhaupt noch gibt, ey. Schon irgendwie nichts mehr davon gehört. So, und meine 8 Sterne Sally, ja. Halloween Booster. Ah, ne, ist nur der Attack Speed erhöht worden. Okay. Sehr interessant. Tatsächlich nur der Attack Speed. Und nicht die Angst, die Laufgeschwindigkeit. Ich bin auch der Meinung, auch mal die Laufgeschwindigkeit wurde irgendwo erhöht. Auf geht's nach Deutschland! Deutschland! Ist schon wieder so weit. Die müssen immer genau davor stehen. Ich muss die Musik kurz anhören. Oh, diese Musik, Alter. Die ist so unheimlich episch, Leute. Die ist wirklich unglaublich gut. Ah, herrlich. Das kann ich dir gar nicht vorstellen, ey. So nice ist die. Ich finde die ultra nice. Farmen. Aber mal ein paar Level jetzt aufmachen, damit wir sie dann
später ganz entspannt abfarmen können. Oh, da ist der Titan. Er ist angekommen. Na, hier können sie nicht viel tun. Außer es kommt jetzt nochmal Zurückstoßer. Das wäre voll nervig. Aber es kommt keiner. Easy. Easy. Treasure. Nice. Superior Beer. Ernsthaft? Bier in Deutschland? Ah, so ein Klischee. Was gibt's hier? Defeat Kroko at Empire of Cats Chapter 2. Nice. Speed up einmal. Okay. Nochmal. Ist wieder verbuggt, oder? Ah, einfach was Neues wahrscheinlich. Defeat Sir Seal Chapter 3. Ah ja. Das dauert noch eine Weile. So, dann lass uns doch mal anschauen, was wir noch nicht vollständig haben. Das hier wäre ganz praktisch. Die Erfahrungsmenge, die... Ah, okay, hier sind wir. Ja, okay. Alles nicht so... Das ist okay. Das ist auch nice. Ah, das kriegen wir hin. Let's go, einfach weiter. Ruschen wir weiter nach Denmark. Denmark. Auf nach Dänemark. Ich muss diesen Sound nochmal... So, tut mir leid. Ohne Witz, Alter. Wie gut sich das anhört. Vielleicht soll ich mir das Klingelton nehmen. Ohne Scheiß, das als Klingelton? Alter, das wäre richtig episch, oder? Holy, wäre das geil. Jetzt werde ich mal ohne den Titan spielen. Ich versuch's mal nur mit Low. Also mit kleinen Einheiten. Das sind keine Low-Einheiten, auf jeden Fall nicht. Sind ultramächtig. Auf jeden Fall werden wir auch versuchen, die 4-8er zu rufen. Hab ich Bock drauf. So, jetzt müssen wir noch sparen. Let's go! Let's go! Säbel sie weg! Säbel sie weg! Und davor kommen natürlich noch ein paar andere Einheiten. Als kleines Fleischschild. Da werden sie alle one-hitten. Bam! Alle zerstört. Ah, ist das herrlich, ey. Ist das ein Träumchen? Bam! Alter, die hat das Ding einfach. Na gut, die anderen haben bestimmt schon mal vorangegriffen. Aber holy moly, die macht so einen Schaden. Alter. Das ist total krank. Ich müsste sie noch weiter aufbessern, ne, mit der Erfahrung. Das sollte man vielleicht mal machen. Ich meine, die hat noch nicht ihr maximales Potenzial erreicht. Dann wird sie aber auch teurer, muss man dazu sagen. Die Frage ist, möchte ich das? Schwierig. Fairy of Folktales. Okay, mein braunes Item ist okay. Das ist schwierig, finde ich. Ja. Ach guck mal, hier steht es auch. Perfekt. Enemy cannot inflict negative status effects for short time. Also effektiv ging gefühlt alles, ja. Alter, heftig, Mann. Das ist so krass, was die an Fähigkeiten alle haben. Mach ich sie teurer? Also, wenn ich sie aufrüste, wird sie teurer. Kessli, ach, lass mal Kessli, das passt schon. Ich glaube, wir kommen noch gut so zurecht, ne? Auf geht's nach Norwegen. Wenn ich wirklich langsam Probleme mit den Missionen habe, dann sollte ich auf jeden Fall auch die aufrüsten. 30.000, ne, wir werden wieder Lows rausschicken. Let's go. Ich glaube, ist okay. Dim. Also ein Speed-Up permanent wäre schon geil. Mir wurde auch gesagt, dass es ein Battle Pass im Spiel geben soll. Ich habe den bisher nicht gesehen. Es gibt ihn wahrscheinlich erst wieder ab Kapitel 3 oder so. Der irgendwie, erst hatte Flammenlöwe geschrieben. Es gibt unendlich Speed-Ups mit dem Battle Pass und der Pass ist kostenlos. Und ich habe mich schon so gefreut. Na, ist ja klar, dass ein Battle Pass nicht kostenlos ist. Das wusste ich schon. Da habe ich gesagt, ah, ist doch kostenlos, ist doch geil. So ein bisschen scherzhaft. Und dann so, oh, habe ich was Falsches geschrieben?
Aber im Battle Pass habe ich bisher tatsächlich gesehen. Es ist aber eine Überlegung wert. Wobei, es ist eigentlich auch ziemlich egal, muss man sagen. Also, ich meine, ich kann eh nur eine begrenzte Anzahl an Missionen machen, bevor meine Energie low ist. So wie jetzt zum Beispiel. Normal Income Tax, nice. Ich habe nur noch 22 Energie. Die Frage ist halt, ich habe super, super viel zum Nachfarmen und ich werde auf jeden Fall dieses Event nutzen müssen. Das heißt, wir kommen tatsächlich nicht drum herum, das erstmal zu farmen. Vielleicht werde ich immer das Treasure Festival abwarten, bevor ich diese ganzen Golddinger farme. Oder erstmal überall auf jeden Fall eins, damit ich das Dings aktivieren kann. Tatsächlich können wir sonst aktuell nicht viel machen. Seht ihr, ich weiß ja zum Beispiel nicht, wo hier ein Battle Pass wäre. Vielleicht gibt es ja da wirklich erst später. Ansonsten. Was brauche ich denn? Welchen Rang brauche ich denn jetzt? 300. Könnten wir im Prinzip auch mal die ganzen Lowies aufrüsten. Ne, die einfach Level 1 sind. Weil die zählen ja auch zum User Rank dazu, was ja einer wunderbar erklärt hat. Jedes Mal, wenn ich eine Katze auflevel, kriege ich einen User Rank dazu. Ne, wenn wir jetzt mal ganz kurz. 282 sind wir jetzt, das heißt noch 18 Upgrades. Natürlich die günstigen, ist ja klar. Ne, hier waren wir schon. Da muss ich hin. Alles unter 10.000, okay. So, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist trotzdem teuer. Super Rares habe ich. Yo, 8, 9, 10, 11, 12. Die Kosten habe ich anscheinend auch schon alle aufgerüstet. Einen brauchen wir noch. Einen noch. Ein einziges. Ob ich noch jetzt die News nehme? Ist egal. Nehmen wir das mit. Da müssten wir die 300 erreicht haben. Habe ich mich verzählt? Ja, irgendwie bräuchte ich 5 mehr noch. Ich habe 13 gezielt. Ich dachte, ich werde irgendwie 287. Irgendwie stimmt da was nicht. 5 noch. 1, 2, 3, 4. So. Und jedes Mal wird es aufrüsten. Und ich bekomme auch, und ich verliere auch keinen Rang, wenn wir Battle-Items nutzen. Ich weiß noch nicht, was sie damit meinen. Upgrading Cat Eyes und Battle-Items, ne? Die Battle-Items sind die hier. Will raise your total rank. Ja. Also wir kriegen jetzt 50.000, das nächste Mal kriegen wir einen Treasurer da. Danke für 50.000 Erfahrung. Und ein Leadership. Oh, nice. Das ist wirklich gut. Ja, also das, was ihr da schon mal geschrieben hattet. Ich würde sagen, kurze kleine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei der Battle Cats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, Leute. Ciao.